Und es geht schon weiter bei Let's Play The Secret of Monkey Island. Ich bin's, euer MC Muffix. Im letzten Part waren wir trainieren, um eine Chance haben, gegen den Schwertmeister zu haben. Und haben natürlich nicht nur Fechten gelernt, sondern auch Beleidigungen. Denn hier hat man über Beleidigungskämpfe. Und deswegen würde ich sagen, kämpfen wir erstmal gegen den stinkenden Pirat hier, um ihn mit unserem Beleidigen fertig zu machen. This better be important. Jo, ist wichtig. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Have you stopped wearing diapers yet? I am rubber. You are glue. Nobody's ever drawn blood from me, and nobody ever will. I'm shaking. I'm shaking. I've heard you were a contemptible sneak. Too bad no one's ever heard of you at all. Nobody's ever drawn blood from me, and nobody ever will. I'm glad to hear you attended your family reunion. You have the manners of a beggar. I wanted to make sure you'd feel comfortable with me. Wow, you're good enough to fight the Swordmaster. Naja. Uns fehlen immer noch zwei Beleidigungen, damit wir eine Chance gegen den haben. Ich hoffe, du kennst die. What you be wanting, you scurvy lubber? My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Have you stopped wearing diapers yet? I'm shaking, I'm shaking! Nobody's ever drawn blood from me, and nobody ever will. You run that fast? You have the manners of a beggar! I wanted to make sure you'd feel comfortable with me. I've spoken with apes more polite than you. I'm glad to hear you attended your family reunion. I've heard you were a contemptible snake. How appropriate. You fight like a cow. Look behind you! A three-headed monkey! Warum bekommen wir einfach nicht diese Antworten? Zwei Antworten fehlen uns einfach noch. Und die brauchen wir, denn der Schwertmeister, der hat immer so dumme Beleidigungen. Hoffentlich, komm, du hast irgendwas. Ja, ich hoffe, ist schon wichtig. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Komm schon, du kannst gut beleidigen. Ich glaube an dich. Have you stopped wearing diapers yet? Why did you want to borrow one? Danke. I got this scar on my face during a mighty struggle. He must have taught you everything you know. Have you stopped wearing diapers yet? Why? Did you want to borrow one? Nobody's ever drawn blood from me, and nobody ever will. You run that fast? Uncle! Uncle! Ja, okay, jetzt haben wir noch eine neue Beleidigung gelernt, die müssen wir auch noch können. Move out of the way, or I cut my way through. Ach komm, ihr seht doch hier alle gleich aus, nur immer die Frisur ist ein bisschen anders. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. I got this scar on my face during a mighty struggle. I hope now you've learned to stop picking your nose.
This is the end for you, you gutter-crawling cur! Why? Did you want to borrow one? Nobody's ever drawn blood from me, and nobody ever will. You run that fast? I once owned a dog that was smarter than you. I am rubber, you are glue. Have you stopped wearing diapers yet? Why? Did you want to borrow one? Yikes, nice move. Schön, dass sie uns dann immer alle entlassen. Jetzt haben wir schon wieder eine neue Beleidigung gelernt. Jetzt muss man schon wieder eine neue Antwort haben. Oh. Schlimm ist, wir brauchen die wirklich alle gegen den Schwertmeister, denn Kampf gegen den Schwertmeister dauert um einiges länger als ein normaler Kampf. What you be wanting, you scurvy lubber? My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. This is the end for you, you gutter-crawling cur. Oh yeah? Soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. Oh yeah? I got this scar on my face during a mighty struggle. I hope now you've learned to stop picking your nose. This is the end for you, you gutter-crawling cur. How appropriate. You fight like a cow. I once owned a dog that was smarter than you. He must have taught you everything you know. Wow, you're good enough to fight the sword, Master. Warum kann uns keiner diese blöde Antwort auf diese eine Beleidigung geben? Komm, du weißt es. Stop in a pirate. Ja, bitte. Nice man, oh, isn't it? Das wollte ich nicht. I sure hopes you had something more important to stop me for. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. 8-Bit-Kampf. Sieht doch auch cool aus, oder? Oder? Ah, so. Sieht süß aus. Ja, endlich! Endlich hat uns jemand die Antwort gegeben. Ach, danke schön, das kannst du uns auch fertig machen. Have you stopped wearing diapers yet? Why? Did you want to borrow one? I got this scar on my face during a mighty struggle. I hope now you've learned to stop picking your nose. People fall at my feet when they see me coming. Noch eine neue Beleidigung. Ach, jetzt müssen wir schon wieder eine neue Antwort lernen. He must have taught you everything you know. Look behind you, a three-headed monkey. Okay, wenn ihr euch wundert, warum wenn eine neue Antwort Beleidigung kommt, dass ich da irgendwas ankreuze, das ist wurscht, weil ich kann es eh nicht abwehren und da ja drücke ich irgendwas. This better be important. Ich muss schon wieder eine neue Beleidigung lernen. Ach, kein Problem. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. People fall at my feet when they see me coming. Even before they smell your breath. Weh, du tust jetzt noch eine neue Beleidigung machen. Ich hab jetzt langsam keine Lust mehr. Soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. First, you'd better stop waving it like a feather duster. This is the end for you, you gutter crawling cur. And I've got a little tip for you. Get the point? You're no match for my brains, you poor fool.
And I've got a little tip for you. Get the point? Where did my son Warum go? Kriegen wir in jedem Kampf eine neue Beleidigung? Ich will doch einfach nur mal alle haben. Schlimm ist, man braucht die wirklich alle. Ach egal, ich hab's keinen Bock mehr. Ich gehe jetzt einmal zum Schwertschloss. Man kann es ja einmal testen, weil wenn man verliert, dann kann man ja einfach nochmal gegen die antreten. Aber ich versuch's jetzt einfach mal. Ich hoffe, es klappt einfach, weil das Problem ist beim Schwertmeister, der tut dir einfach, die tut einfach ganz neue Beleidigungen machen, die man vorher nie gehört hat. Und da muss man echt die Antworten kennen, weil das ist echt hart dann. Okay, reden wir mit ihm. Mit ihr. Mit der Carla. How dare you approach the Swordmaster without permission? Which I surely didn't give you. I beg your pardon. I must talk to you. I doubt that. Everyone who comes here is prepared to fight. Let's be honest. You're here to prove yourself to the pirate leaders in hopes of one day being as immoral as they are. Yep. Nailed it right on the head. Gee, you're smart. I can tell by the sarcastic expression on your face that you've been fully trained by Captain Smirk. Let's get this over with. Now I know what filth and stupidity really are. Ihr seht es? Das sind echt Sachen, die haben wir noch nie gehört. Ich muss mal kurz... Could you repeat that? I didn't quite get it. Now I know what filth and stupidity really are. Ich hab keine Ahnung. Ey, ich hab's vergessen, das ist echt blöd. Okay. Jetzt weiß ich, wie dumm halt ist. Doch, ich weiß was. Das mit dem. Ja, das da. I wanted to make sure you'd feel comfortable with me. Na, hat er gut geklappt. No one will ever catch me fighting as badly as you do. Ah ja, das ist klar, du kannst so schnell laufen. You run that fast? I will milk every drop of blood from your body. And I've got a little tip for you. Get the point? My wisest enemies run away at the first sight of me. Even before they smell your breath? You are a pain in the backside, sir. Okay. Ich hab keine Ahnung. Ey, das ist doch blöd. How appropriate. You fight like a cow. If your brother's like you, better to marry a pig. How appropriate. You fight like a cow. I usually see people like you passed out on tavern floors. Oh, das sind echt so hackeschwere Sachen, da muss man überlegen. Ich würde sagen, dass du dich wie zu Hause fühlst. Ja, das da. I wanted to make sure you'd feel comfortable with me. I give up! You win! I hope this teaches you a lesson. Now scram! Ich mag die nicht. Die hat so Kacksachen. Ja, okay, ich mache jetzt offline, tue ich jetzt noch mir die restlichen Antworten besorgen. Und dann würde ich sagen, können wir im nächsten Part dann nochmal versuchen, gegen die Schwertmeisterin zu kämpfen. Bis dann, euer DMC Mafix. Ciao.